So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren kleinen Aufnahme, beziehungsweise eigentlich zu einer Art kleinen Umfrage. Was ich hier jetzt gerade präsentiere, ist eine kleine Spielliste von Spielen, die ich hier jetzt quasi gerade mal zeig. Ja, gut, was soll das? Demnächst läuft ja mein Test ein bisschen aus, also nicht aus, sondern wir sind bei Folge 200 und ich habe ja für mich vorgenommen, nach 100 Folgen bei Endlosspielen mache ich eine Staffelpause. Das heißt, es ist an der Zeit, sich ein neues Spiel auszusuchen und an dieser Stelle will ich euch quasi die Möglichkeit geben, selber zu entscheiden, welches Spiel ihr denn gerne als nächstes sehen wollt. Ups, da fällt mir auf. Das hier muss ich ausblenden. Das spielen wir ja gerade schon. F5, sehr schön, ist weg. So. Ihr könnt euch also eins von diesen Spielen hier aussuchen, das ihr quasi als nächstes sehen wollt. Die wollte ich eigentlich sehen. Bei Folgen, so wie Metro 2033 und Metro Last Light. Da werde ich die Dinge natürlich sequenziell spielen, falls ihr die haben wollt. Torchlight wäre es genau das gleiche. Also wenn ihr jetzt alle sagt Torchlight 2, dann sage ich, nee, dann lieber Torchlight, weil ich die ja selber noch nicht gespielt habe. So. Ihr könnt euch hier also quasi einen Titel raussuchen. Falls ihr einen von diesen Titeln sehen wollt, schreibt ihn einfach in die Kommentare. Alternativ könnt ihr euch auch eins von meinen Steam-Spielen aussuchen, das ich hier aufgelistet habe. Bei Steam kann ich leider jetzt nicht sagen, einzelne Titel ausblenden. Deswegen sage ich euch schon mal, was ich definitiv nicht als Vorspiel spielen werde. Ich werde definitiv nicht Dota spielen, ich werde definitiv nicht Dota Test spielen. Duskers eher auch nicht. Ich werde auch als erstes nicht Eats Munchies spielen, sondern dann einfach nur Eats. Das habe ich auch, aber eben nicht in meiner Steam-Bibliothek. Counter-Strike finde ich als Vorspiel jetzt auch wenig spannend. Day of Defeat, weiß ich nicht, könnte man sich mal angucken. Half-Life habe ich auch schon alles durch, werde ich also nicht spielen. Invisible Apartment ist ein Spiel, das ich auch nicht spielen werde. Limbo habe ich auch schon gespielt, werde ich auch nicht spielen. Leisure Suit Larry Reloaded werde ich auch nicht spielen, habe ich auch schon gespielt. Mark of the Ninja haben wir schon auf diesem Kanal sogar gemacht, werde ich auch nicht spielen. Portal habe ich auch schon gespielt, werde ich auch nicht machen. Portal 2 könntet ihr euch wünschen. Shank haben wir auf diesem Kanal auch schon gemacht, werde ich also auch nicht mehr spielen. Ricochet oder wie auch immer man das ausspricht, werde ich auch nicht spielen. Shank 2 könntet ihr euch wünschen. Team Fortress und Team Fortress 2 macht meiner Meinung nach auch wenig Sinn. Strive ist überhaupt nicht meine Art von Spiel. Trine wäre okay. A Virus na nam named Tom. Ein Virus namens Tom habe ich auch schon gespielt. Würde ich auch nicht machen. Also. Ihr könntet also basierend auf den aktuellen Listen wählen zwischen Bastion, Brutal Legend, Eats und Eats Munchies, Fates, FTL, Portal 2, Rocket Birds, Shank 2, Trine 2 und dann noch bei Alcatraz, Biomenace, Dead Synchronicity, Divine Divinity, Dungeon Keeper, Metro, Cube, Stasis, System Shock 2, wobei ich da den ersten nicht mehr gespielt habe, den ich aber auch nicht herkrieg. Theme Park eigentlich auch nicht. Theme Park, ja, wobei als Endlosspiel wäre das ganz geckig. This War of Mine, Torchlight. Und ja, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr den Titel einmal natürlich nur. Den Titel, den ihr gerne sehen würdet, einfach in die Kommentare schreiben würdet. Der Titel mit dem meisten
eindeutigen Stimmen gewinnt. Also quasi, wenn jemand fünfmal einen Titel schreibt, dann gewinnt er nicht, nur weil es fünfmal dasteht, sondern wenn fünf unterschiedliche Leute einen Titel wollen und die anderen Titel sich auf weniger als die verteilen, dann werden wir sagen, okay, das passt, also quasi die einfache Mehrheit, die gewinnt, aber jeder hat nur eine Stimme. So, wie gesagt, ich wollte euch jetzt einfach nur einräumen, auszuwählen, was für Spiele wir so spielen können. Ich habe natürlich noch tonnenweise andere Spiele, aber ich bin so ein Typ, ich kaufe eigentlich meine Spiele physisch und nicht über irgendwelche Plattformen, deswegen ist es hier recht übersichtlich. Ich wollte mir jetzt aber auch nicht die Arbeit machen, alle meine physischen Spiele, die ich so habe, aufzulisten und zu katalogisieren und irgendwie darzustellen. Ich denke, so ist es am einfachsten für euch zu sehen, was zur Option steht und woraus ihr wählen könnt. Deswegen, wenn ihr wollt, schreibt einfach einen Kommentar, was ihr gerne als nächstes sehen wollt. Wie gesagt, einfache Mehrheit gewinnt. Und das wird dann quasi nach meinem Test laufen. So, werde ich natürlich auch noch ein bisschen Zeit zum Vorbereiten und Einspielen brauchen und dergleichen, werde ich quasi den Titel wählen, der die einfache Mehrheit hat, wenn mein Test Folge 198 rausgekommen ist. Falls es bis dahin noch keine wirkliche Mehrheit gibt, werde ich quasi entscheiden, was wir als nächstes spielen. Jo, und in diesem Sinne bedanke ich mich quasi erstmal für die Aufmerksamkeit, wünsche euch noch eine tolle Zeit und auf Wiedersehen und viel Spaß beim Abstimmen. Dankeschön.